Uiuiui. Alter, easy kill, Alter, easy, Alter, der hat versagt, Mann, aufs Übelste, versagt. Und ich war da gerade noch ganz entspannt am Schießen, ne, für meine Quest. Boom! Alter, krieg ich den nicht geklickt oder was? Mann! Gibt es ja nicht, aber jetzt wenigstens Easiness. Gibt es ja nicht. Boah, so eine knappe Scheiße. Krieg ich nicht geklickt, Mann! Und dabei werde ich noch mal eine Quest in Ruhe machen, ja, wenn sie das versteht. Vier Marken muss sie noch. So, ich habe jetzt mal in Gruppenchat, beziehungsweise in den German Chat mal kurz reingeschrieben, deutscher Chat, ob irgendwer Bock hat, meine Quest zu machen mit 10 Quadruiden auf einer feindlichen Map. Und ich bin mal gespannt, ob wir vielleicht dafür eine Gruppe zusammenbekommen, weil letztens habe ich im Stream die 10 normalen Quadruiden geschossen und da sich eine Gruppe gefunden, sehr hilfsbereit, und würde mich jetzt halt interessieren, ob wir auch einfach eine Gruppe hier finden würden, die da einfach mal helfen würde, wäre richtig nice. Mal schauen, ob wir es zusammenbekommen. Ich wäre natürlich auch dabei, demjenigen zu helfen, der die Quest auch braucht, also werden wir mal sehen. Nice, so, wir haben jetzt unsere Gruppe. Für den Quadruid, ne? Oder so genannt, für den Garbage-Spieler Kubikon. Jo, ich habe schon letztens die Quest gemacht mit 10 Stück auf normalen Karte. Geht relativ easy, weil wir waren aber auch 4-5 Leute. Und jetzt machen wir das gleich nochmal, nur zu dritt. Und natürlich habe ich jetzt aber die Quest angenommen auf der X6-Karte, also der feindlichen Karte. Wir schauen hier, Quest, jo. Accepted. Die geht natürlich gleich geile 312.000 Ehre. Also eigentlich, wenn ich die Quest fertig hätte, hätte ich meinen nächsten Rang hier endlich mal den Captain. Das wäre natürlich schon nice. Ja, also schauen wir uns das noch an. Ein paar Fights hatten wir ja schon vorhin. Ich will jetzt ein paar Quadruiden schießen. Was zu beachten gibt es nicht auf jeden Fall. Alleine geht's mal nicht, sag ich mal. Ja, empfehlenswert so eine Gruppe. Gute 3 bis 5 empfehle ich schon, also das haut dann schon hin. Und jo. Und dann einfach mal loslegen, den easy klatschen, einer subbt und tankt das ganze Zeug. Und der Rest ballert dann drauf. Und in der Gruppe geht es halt schön und schneller. Und der Spawn natürlich innerhalb weniger Sekunden ist auf jeden Fall wieder am Start. Und dann gibt es auch keine Probleme, also ja, viel zu beachten gibt es da nicht. Außer die nervigen Vortex, die rundherum spawnen. Er hat auf jeden Fall, der Quadruid hat auf jeden Fall ein Vortex, das fliegt immer rundherum. So könnt ihr eure Vortex-Quests machen, die schon von Anfang an kommen, also 10, 30 und 50. Ihr braucht einfach nur ganz dieses eine Vortex hier schießen. Wenn ihr das schießt, es kommt absolut nichts anderes mehr, also der Quadruid öffnet sich nicht. Nur wenn ihr direkt auf ihn drauf geht, dann kommen mehrere, ansonsten spawnt immer nur der eine. So, wir probieren das jetzt. Probieren wir es. Einfach probieren. Ob es jetzt zu zweit geht, bevor der Cyber noch ankommt.
weil der hilft uns dann sind wir so dritt. Auf jeden Fall, Grüße gehen an den Typen raus. Vor allem an Tobi95 sind auf jeden Fall meine Homies. Nee, sind auf jeden Fall nette Dudes. Sind auch immer sehr hilfsbereit. Kann man nicht sagen. Empfehlenswert wäre halt, wenn man nur zu zweit ist, schon mal die weiße Munition wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Ansonsten wird das ein bisschen mühsam zu dritt. Kann man auch, wir haben ja alle gestern, wo wir die Quest gemacht haben, haben wir mit zu dritt, zu vier, zu fünf, alle mit der weißen Munition draufgeballert. Es ging easy. Aber man sieht sie, mein Schild hier geht, so geht's gerade runter. Und kann man machen. Mein zukünftiger Wunsch wäre halt dennoch, in diesem Spiel fehlt eindeutig noch ein Gruppenfenster. Es wird gerade diskutiert, was kommt als nächstes da, Stramspieler, das und das und noch ein paar geht's. Ich sag mal, sei was da, moin. Ich sag auf jeden Fall mal, ich brauche keine Gates derzeit, gehen wir am Arsch vorbei, aber ein Gruppenfenster, das wäre eindeutig noch viel besser. Das würde dann noch mehr Laune machen, dass ich sage, ja, ich lade die Leute in der Gruppe ein und kann auch mit denen nochmal in den Gruppenchat schreiben, weil ich habe entweder nur einen klaren Chat oder einen deutschen Chat. Und im deutschen Chat können halt auch die ganzen Feinde mitgucken und das muss nicht sein. Und ja, man sieht es auf jeden Fall. Der macht auf jeden Fall richtig fett Damage, der Quadruid. Also ich gehe da schon ordentlich mit meinen beiden Konfigurationen runter. Und das schon zu dritt, also zu zweit eigentlich, zweieinhalb. So, der Alpha ist jetzt eigentlich gar nicht da, das heißt, ich kann mich jetzt einfach mal kurz, ich tarn mich einfach mal. Die Tarnungen sind relativ billig, von daher kann man sich die gönnen. Ah, okay, jetzt geht er noch auf mich. Und verpisst euch, verpisst euch. So, Updates hatte ich aber auch keine drauf. So, haben wir sich da mal ein bisschen was drauf. 50, jawohl. Östlichen 32, da haben wir sich noch die 78 drauf. Und Laser können wir sich. Alles klar. Easy! Easy Kill für Cyber. Den schaffen wir zu dritt. Easy, easy, easy. Bam! Boom, Alter! Da droppen gerade so richtig die Kills. So, ich muss jetzt aber nochmal tarnen, weil ich bin im Arsch. Und wir haben schon einen. Das ist der Battlefahrt hier, oder was? Aber die Kills haben wir denen schon weggenommen. Das heißt, die können gerade keine Kills mehr machen. Easiness. So, ich muss kurz rappen. Bumi, du musst schießen, dann... Bumi? Okay, gut, der Tommy verpennt das gerade. Dann schieße ich da jetzt einfach mal drauf. Easy, okay, gut. Auf jeden Fall nochmal danke, Tommy, dass du mir den... den Vorhang lässt. Was ich dazu sagen muss, ist auf jeden Fall der Quadruid, also jeder, der drauf schießt, bekommt auch eine Belohnung, also so ist es nicht. Das ist eigentlich ziemlich fair, das ist eigentlich mal ein Gruppen-Alien, aber mit Gruppenfenster wäre es trotzdem noch wesentlich besser, mehr Abschüsse. Natürlich, meine Klammerglieder sind wieder halbwegs schwach und wenn ich da jetzt wieder Krieg habe mit dem Alpha-Tier, ich meine, ist ein nicer Typ, wir machen immer 1 vs 1, habe ich im letzten Video gesehen und ja, mehr gibt es ja gerade nicht zum Sagen, also wir haben da einfach so Krieg, einfach just for fun anscheinend. Finde ich aber nice, dass man sich mit Leuten hier so versteht, man hat einen Krieg, aber man beleidigt sich jetzt nicht gegenseitig, finde ich einfach mal korrekt, okay? Also, das ist mal ein Sinn hinter einem Spiel. Mir geht das sowieso jedes Mal so auf die Eier, wenn irgendwer meint, ja, er muss aus Provokation jetzt irgendeinen Krieg rausschicken und dann noch im Chat schimpfen oder sowas. Sowas hasse ich einfach nur. Sowas muss nicht sein. Man kann einfach mal normal spielen, kann sich so einfach abfucken, denkt man sich, ja, wenn er mich jetzt abschießt und ich sage jetzt einfach mal, dieser Arsch, dieser Huso,
dann meine ich das jetzt auch nicht ernst und einfach nur deswegen, ich reg mich auf, weil ich geplatzt bin und das war's wieder. So, ansonsten hätte ich nichts gegen denjenigen. So, wo ist der nächste Quadroid? Oh, ich bin jetzt wieder voll. Aber endlich mal mit Lasermunition. Hier oben ist Quadroid. Das ist eigentlich auch der einzige Sinn hier, wo ich endlich mal Lasermunition aufbauen kann. Also Lasermunition, Boost auf den Lasern. So, muss kurz Headset anstecken. Alter, aber ich muss mich hier schon reparieren. Kann sich dann kurz tarnen. Oh, okay, Domi, okay, oh, Domi, ich bin ein bisschen im Arsch, aber okay. Geht klar, ich sab mich hier nur kurz hoch, aber gut. Aber er hat jetzt wenigstens mal gleich angegriffen. Was bekommt man, wenn man den Frachter zerstört? Ehre bei Ehre Frachter oder wie? Viele Ressourcen, richtig. Und pro Konvoi 3000 Platinum. Glaubt ihr auf jeden Fall. Dieser Mist euch lieber auf die Spieler. Ja, es ist komm und nehme. Man macht's mehr wegen den Ressourcen, sage ich mal. Ich habe da letztens gleich 800 von den Narkonit rausbekommen. Und das mal auf die Laser kurz zu packen. Und dann nach nur einem kurzen Frachter zu 20 da draufballern, ist das jetzt kein Aufwand oder Munitionsverschwendung. Also da hat sich das wieder gelohnt, dass man ein bisschen was auf die Laser hat. Vor allem man sagt jetzt, so, man möchte jetzt nicht auch jagen gehen. Ja, ich geh jetzt mit den Kumpels da kurz mit, baller da drauf, mach kurz ein bisschen Ressourcen auf meine Laser drauf, dass ich mehr Damage mach. Und dann hat man dann mindestens gleich 20.000, 30.000, das reicht dann auch wieder für 2 Tage fast. Kommt drauf an, wie viel man spielt. Aber kann man sich jetzt nicht beschweren. So, ich gehe hier gerade ziemlich platzen. Jo, ich verpiss mich mal, ich weiß gerade nicht, wie viel ich habe. Auf jeden Fall kein Strich mehr. Muss mich jetzt hier kurz reppern. Bin im Arsch. Oh, die verfolgen mich noch immer. Die Platztage, kurz bevor ich sammeln wollte. So, kurz reparieren frei. Und da haben wir wieder einen Gegner! Sogar zwei. Der geht trotzdem platzen. Easy. Easiness, Alter, so geil einfach, dass wir nochmal 2 Kills geholt haben. Aber ich muss mich jetzt wieder reppen. Oh, ich repp mich aber eh noch. GG, weil ich noch meine Fähigkeit am Laufen habe. Und gleich weiter zum Quadruiten, Mann! Heute geht's rund. Heute geht's einfach mal nur rund. So. So, meine Nigonenten. Wir schießen jetzt Quadruiten bis in die frühen Morgenstunden noch. Auf jeden Fall wieder mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gut gefallen hat. Und wenn nicht, Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Der Abo-Button ist gleich hier irgendwo unten. Ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und auf jeden Fall danke, dass ihr eingeschaltet habt und euch den Müll einfach mal gebt. Ansonsten reingehen und wieder schauen. Und bis zum nächsten Mal.